So, und da sind wir wieder bei Roach Legacy. Ach Quatsch, ich bin nicht in die Optionen. So, letzte Folge. Ach Quatsch, letzte Runde. Letzte Folge, letzte Runde. Waren wir eigentlich ziemlich gut. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen Stärke geskillt. Ja, mal gucken, wie uns das so weiterhilft, ne? Ich hoffe, positiv. So. Es ist einfach, ich versuche jetzt mal so ein bisschen Unfähigkeit mit dem Stärke-Up zu kompensieren. Es ist ja, wenn man. Ich übersteuere ich eigentlich so ein bisschen. Ich mache ihn mal ein bisschen leiser. Das kann mit. So. Ich mache ihn mal ein bisschen leiser gemacht. Kann sein, dass ich übersteuert habe, dann tut es mir leid. Scheiße, Mann. Ich müsste erst das Ding da hinten wegkriegen. Oder ich mache es einfach so. Scheiß drauf. YOLO. Was für ein Scheißraum, Mann. Ja. Verschieß ruhig deine Kugeln. Du wirst sie noch später noch brauchen. Mann. Ah, der da oben schießt auch, okay. Ja, da komme ich ja jetzt noch nicht hin. Oder doch? Frost ist natürlich auch scheiße. Aber wir haben das ja nicht ganz gut gemeistert. Zack. So. Ups. Der Typ gefällt mir nicht. Da kann ich doch rüber dashen. Jo, das ging eigentlich ganz gut. Jawohl. Das war gerade irgendwie so ein Megaschlag oder so, keine Ahnung. Naja, wer weiß. So, ein Blueprint. Eine Chestplate, das ist gut. Die können wir dann irgendwann mal einsetzen. So. Der Dash ist ja eigentlich schon irgendwie ziemlich nützlich, ne? Ja, wenn man es könnte. Okay. Ich kann's. Gehst du. Der geht rüber, okay. Ja, perfekt, Junge. Das war doch. Wer ist der Skiller? Wer ist der Skiller? Ich nicht. Ich habe nichts gesagt. Spiel, bestraf mich bitte nicht dafür, dass ich angegeben habe. Danke. So. Das Spiel bestraft mich nämlich ständig, wenn ich mich mal selber lobe. Dann kriegst du sofort eine von Bug. So. So. Defeat all enemies. Okay, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ist alles gut, alles gut. Dammit. Ja, okay, das war doof. Das sehe ich ein. Ich sehe es ein. Ich war kacke. Okay, select your hero. So, Paladin. The Shinobi. Wir nehmen uns den Shinobi. Weil mit dem Shinobi. Machen wir jetzt eigentlich gut Damage. Oh. Was haben wir da? 350. Ja. Doppelsprung. Haben wir hier was? So, dann haben wir hier die Brustplatte. Die kostet auch 350. Ja gut, wir können es momentan gar nichts leisten. Wie viel Damage machen wir? 66. Ja, das dürfte eigentlich für einige One-Hits reichen. 102 HP haben wir auch. Das heißt, so langsam, ja. So langsam geht's, ne? Ech. Stupid. Go away. So. Hier oben alles kaputt machen. So. Zack. So, der ist kaputt. Der auch. Alles kaputt schlagen hier. Was soll's, ist doch nicht mein Schloss. Die Story braucht man jetzt nicht unbedingt so. Also, naja. Es geht. Ist der Boss.
Bossgegner. Theoretisch könnte man es versuchen. Ist das Auge wieder, ne? Ja, das Auge. Kide hier. Heute ist es mal nicht so laut irgendwie. Ich weiß nicht, letztes Mal hatten die das lauter gestellt irgendwie. Keine Ahnung. Ach, dammit! Komm schon, das war doch richtig dämlich. Oh, wie dämlich war das denn? Scheiße. Is a knave. Risky Hero, low stats, but can land critical strikes. Das ist für kritische Treffer. Critical Damage up. Ich würde lieber erstmal I believe I can fly machen. Das kostet 350. Wie viel kostet das? 350. Dann machen wir erstmal das. Dann können wir genau den hier machen. Oh, wir sind winzig. Cool. Dann können wir eigentlich gut ausweichen. Also winzig und kritische Treffer. Das klingt doch mal gar nicht mal so schlecht, ne? So. Zack. Kann man hier hoch? Hier kann man hoch. Oh, Gold. 77 Critical. Yep. Der hat eine hohe Chance für kritische Treffer. Ja, so macht aber auch nur 28 Schaden. Ah ja, gut, da kann man dann hoffen, dass man ein paar kritische Treffer bekommt. Obwohl, wenn man es so nimmt, bei dem anderen. Bei dem anderen halt. Okay, man, hat man schon 68 Schaden und das dauernd, also durchgehend. Ist natürlich ein bisschen suboptimal. Obwohl winzig ist auch manchmal nicht schlecht, will ich jetzt mal sagen. In manchen Situationen ist Winzigkeit schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Naja, Alter, was ist denn mit diesem Raum jetzt schon wieder los? Okay. Will ich da noch hoch? Ja, komm, schieß. Okay, den haben wir. Können wir hier überall lang, ey. Scheiße. Ja, komm hoch. Komm vor. Na komm. Komm vor. Ups. Huch. Geheimgang. Okay, erstmal das Gold mitnehmen. Na. Na, solche Geheimgänge muss man erstmal finden, ne? Zack. Okay, da oben können wir nicht lang. Dann gehen wir hier lang. Mal hier hoch. Gehen wir hier hoch. Oh, Techno-Damage, das wird wieder... Yep, das wird... wieder so ein Scheiß-Ding. Nein! Oh, Mann! So eine Scheiße. Ist fast geschafft. Nee. Egal. Gehen wir mal hier lang. Hier waren wir noch nicht. Das Wie... Ist das der Froschkönig, oder? Ich weiß es nicht. Kommt mir aber bekannt vor. Also jetzt als Spiel, nicht als Geschichte. Froschkönig Geschichte gibt es ja auch. Aber das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Man, wo geht's denn hier lang? Lol. Okay, gehen wir hier lang. Die hoch. Ja, noch so ein Scheißraum. Nö, danke. Weißt du, das kann ich mir sparen. Hier ist noch HP. So, ja. Okay. Dann haben wir den. Schieß. Dankeschön. Auch nochmal HP. Hier, das läuft ja gut. Das läuft ja richtig gut. Was ist da los? So, dann haben wir den. Was ist da los? Das ist ja mal hier gerade ein Run, Junge. Wieder mal. Ich will immer solche Runs und dann kriege ich Höhenflüge und dann sterbe ich. Ja, komm. Oh, geil. Ja,
irgendein Ring. Muss mal gucken. Da gibt es bestimmt ein Wiki für. Für das Spiel. Mittlerweile. RoachLegacy.wikia.com oder so. Da muss ich mal gucken. Aber da kann man sicherlich nachlesen, was die ganzen Items bringen. Das würde mich auch mal interessieren. So. Ich bräuchte noch ein bisschen HP. Oh, dieser Typ, ne? Nervt mich so richtig. Ja, komm halt her. So, ich über ihn drüber. Critical. Was gibt's denn hier? Skite. Spellfound. Ja, gut. Würde ich jetzt aber noch nicht einsetzen, weil... Ich brauch's noch nicht. Gut. Unten geht's weiter. Ja, geil. Junge. Was ist da los? Doppelsprung und Dash ist Hammer. Ja. Okay. Ein Skelett. Auch ein paar Sorgen. Okay, der ist down. Hey, ich werde besser jetzt so langsam, für mich das Gefühl. Oh Gott, nur nicht selber loben. Ich bin auch ein Idiot. Hab mich schon wieder selber gelobt. Wenn ich mich selber lobe, sterbe ich. Wo es mir jetzt gerade auch mal egal wäre, weil ich habe jetzt schon mal 1000 Gold. Dann haben wir das, dann gehen wir hier hoch. Ja, wir haben Critical. Habe ich jetzt drauf gehofft irgendwie. Es ist immer mit dem Überleben, es ist so eine Sache, ne? Mach ich den noch platt? Oh, da kann man durch. Da konnte man irgendwo durch. Ne, da kann man nicht durchschlagen. Schade, schade, schade. So, 12 Minuten haben wir jetzt gerade. Mal sehen, ob ich die Folge mit dem Ritter noch abschließen kann. So, da drüben geht's weiter. Hier geht's irgendwo hoch. Yep. Ups. Achso, wow. Alter, ich bin wiederbelebt worden. Ah, geil. Okay, das war, glaube ich, der Ring. Oh, lol. Ja gut, dann machen wir die Folge ein bisschen überlänger. Scheiß drauf. YOLO. Ja, toll. Gehen wir einfach raus. Hier geht's dann noch weiter. Scheiße. So, das sind die... Düp. Geht's ja überall noch weiter. Ist natürlich relativ unangenehm. Ach, komm schon. Okay. Boah, das... Nee, das lasse ich mal lieber. Zerstöre ich lieber hier noch die Bilder. Oh, es hat funktioniert. Geil, Critical. Ich muss mich gerade mal im Auge kratzen, da war irgendwas. Na. So. Der da oben nervt mich gerade. Hier sind zwei Kisten. LOL. 12 HP recovered. Alter, noch mehr Gold. Wir sind ja reich jetzt. Noch mehr Gold. Jetzt muss ich nur auf die Knochen aufpassen. Die reißen sich sicher so direkt aus dem Leib, ne? Das ist einfach diese Kultur. So. Ja, wie gesagt, dann machen wir heute ein bisschen Überlänge. Was soll's.
Wir müssen eigentlich durch den Raum da drüben. Auch wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, es ging besser als gedacht. Na gut, jetzt sind wir aber endgültig gestorben. 15 Minuten, naja, dann haben wir es doch perfekt hinbekommen. Machen wir trotzdem noch hier The Paladin, The Mage. Nehmen wir mal so Paladin. Paladin ist auch mal ganz nett. Was haben wir denn da oben? Lower Jones Toll by learning how to pleasure with death itself. Ja, es lohnt sich aber eigentlich auch gar nicht. Kriegt man da, glaube ich, 10% oder so. 6% von dem Geld behält man, was man vorher hatte, und das ist eigentlich, naja. Critical Damage habe ich. Bin mir gerade nicht sicher, was wir machen sollen. Aber wir müssten eigentlich den, weil. Der schaltet uns was frei, genau. Was können wir hier noch benutzen? Upgrade Shinobi. Der kann noch nichts. Ja gut, dann machen wir mal. Critical Chance ab. Schaden machen wir 38. Ja, das geht doch eigentlich. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Roach Legacy. Bis dann. Ciao.